Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Projekt Digital Monsters Taichi Story. Ja, es ist kein offizielles Spiel, es ist ein Fanprojekt von den RPG Stores. Und ich mag ja Digimon, also sehe ich es mir mal an. Viel Spaß! RPG Stores steht ja da schon. Präsentiert. Taichi Story nach einer Spielidee von Mr. Prince. Hey, Taichi, das ist eine coole Gitarre, muss ich schon sagen. Gefällt mir. Dieses Spiel enthält keine Szenen von Gewalt mit Menschen. Es enthält keine Pornografien sowie rassistische Inhalte. Finde ich gut. 100% an die TV-Serie. Okay. Spielen auf eigene Gefahr. Ja, so wie bei jedem Spiel eigentlich. Gut. Intro anschauen natürlich. Viel Spaß mit dem Intro. Abschied ohne Wiedersehen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die Geschichte handelt um 7 junge Kinder, welche vor 2 Jahren in eine digitale Welt namens Digi-Welt gelandet sind. Was? In einer Welt, eigentlich. Egal. Diese Kinder haben nach ihrer Ankunft neue Freunde kennengelernt, nämlich ihre Digimon-Partner, von dem jedes Kind eins besitzt. Später kam sogar noch ein Digi-Ritter mit seinem Digimon-Partner dazu. Diese Digi-Welt hatte in der Zeit eine schwere Krise. Sie wurde von einem Digimon namens Apokalimon schwer belastet. Sogar fast von diesem Digimon erobert. Doch diese genannten Kinder, welche man auch Digi-Ritter nennt, haben zusammen mit ihrem Digimon das finstere Apokalimon besiegt. Die Digi-Welt war gerettet, jedoch bezahlten die Kinder dafür einen hohen Preis. Sie mussten wieder zurück in ihre reale Welt, um ihre Digimon-Freunde in der Digi-Welt zurücklassen. Sie haben sich von ihren Digimon und der Digi-Welt verabschiedet, doch nicht für immer. Seitdem leben die Digi-Ritter und ihre Digimon wieder getrennt. Doch das Tor zur Digi-Welt öffnet sich ein weiteres Mal. Bestimmt. Ja, Rückblende vor 2 Jahren. Ziemlich viel Text schon zu Beginn. Ach, da sind sie alle. Also, passt gut auf euch auf, Freunde. Klar, machen wir. Ihr aber hoffentlich auch. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns wieder. Ja. Ganz bestimmt. Wir warten auf euch. Was? Wer schreit da? Was? Oh je. Was ist denn los? Palmon hat sich nicht bei Mimi verabschiedet. Palmon, ich hasse dich. Es ist leider Zeit zu gehen. Tut mir leid, Leute. Wir können einfach nicht noch länger warten. Ja, verschwindet jetzt, Leute. Und da setzt sich die Bahn in Bewegung. Auf Wiedersehen, meine lieben Digimon. So, das Spiel ist zu Ende. Viel Spaß. Nee, Quatsch. Auf Wiedersehen. Los, Leute, wir rennen ihnen. Ich kann nicht so schnell lesen. Mimi, ich komme, es tut mir leid. Tschüss. 2 Jahre sind seitdem vergangen. Doch die Digi-Welt ruft erneut. Aber warum? Ja, das werden wir wohl noch rausfinden. Neues Wiedersehen, neue Gefahren, neue Abenteuer in der Digi-Welt? Wer weiß, wer weiß. Das Digi-Weiß klingelt. Oder so. Wie auch immer man das nennen will. Taichi's Story. Jetzt geht's wahrscheinlich richtig los, ne? Person Taichi Yagami, Alter 12. Schüler Digi-Ritter, Wappen Mut, Agumon Element Feuer. Ja, Agumon ist eigentlich mein, von den Startern Digimon kann man sagen, mein Lieblings-Digimon. Oh Mann, so ein Mist. Nicht jetzt, verdammt. Was ist denn Taichi? Ich, verdammter alter Computer. Gerade als ich den Arenaleiter bei
wie Fimon fertig gemacht habe, stürzt das Ding ab. Was spielst du da? Naja, werde ich halt nochmal probieren. Werden wir ihn erstmal neu booten. Ja, das kannst du nicht, während du sitzt. Was? Warum will das Teil nicht mehr angehen? Ja, dann musst du deinen Computerspezialisten anrufen. Irgendwie sieht es so aus, als hättest du keinen Strom. Alles ziemlich dunkel bei dir. Tolle Sache. Was mache ich denn jetzt? Was? Was ist denn mit dem Digivice? Warum schlägt es aus? Ja, das weiß ich auch nicht. Was zum... Wow, das ist hell. Sehr hell. So beginnt die neue Geschichte in der Digi-Welt. Hallo, Geschichte in der Digi-Welt. Wow, alles dreht sich. Hilfe, mir wird schlecht. Ah. Taichi. Ihm wird nicht schlecht. Er sieht einfach nur verpixelt aus. Was ist... Cooles Geräusch. Oh, das ist die Pfeilinsel. Aha. Sehr schön. Schön gemacht, muss ich sagen. Sieht ziemlich gut aus. Tai. Agumon? Hörst du mich? Agumon. Nee, du bist nicht Agumon. Du bist ziemlich klein. Tai! Steh auf, Tai. Was denn? Koromon? Was bin ich? Wieder in der Digi-Welt? Ja, es sieht so aus. Sind die anderen auch hier? Nein, ich habe bis jetzt nur dich gefunden. Du musst hier schon Stunden gelegen haben. Ein Riesenglück, dass ich dich zufällig gefunden habe. Und ich bin überglücklich, dass ich wieder hier bin. Bei dir. Ja, das freut mich auch. Oh, ich freue mich auch sehr. Aber wir sollten jetzt lieber mal nachschauen, wo die anderen sind, okay? Ich denke, sie sind auch wieder hier gelandet. Bestimmt. In der Nähe liegt ein Dickidorf. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Wir müssen einfach nur den westlichen Weg entlang gehen. Okay, dann lass uns gehen. Trotzdem sollten wir auch hier im Wald immer die Augen offen halten. Wow. Endlich wieder in der Digi-Welt. Darauf habe ich 2 Jahre lang gewartet. Ich freue mich so. Wie schön. Doch diese Abenteuer von früher waren, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Sieh mir die Erinnerung an. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal Koromon begegnet bin. Ich bin dort gerade frisch von der realen Welt in die Digi-Welt teleportiert worden. Tai? Tai! Tai! Natürlich war mir sowas neu. Mhm. Was bist du denn? Ich bin Koromon und ich habe auf dich gewartet. Auf mich gewartet? Woher kennst du meinen Namen? Meine Freunde, die auch in der Digi-Welt gelandet sind, haben natürlich auch jeweils ein Digimon bekommen. Natürlich. So ging unser Abenteuer los. Ja. Schnell begriffen wir, dass sie auf unsere Digimon-Partner angewiesen waren und sie auch auf uns. Dies bemerkten wir besonders, wenn uns ein feindliches Digimon angriff. Denn jedes Mal, wenn einer von uns in der Gruppe in Gefahr war, reagierte das jeweilige Digivice, welches das jeweilige Digimon auf ein höheres Level verwandeln ließ. Wie wir aber heute sagen, digitieren. So konnte dann zum Beispiel mein Digimon damals zu Greymon digitieren und den Feind besiegen, der uns damals bedrohte. Ja, so cool ist Greymon. Am Anfang waren wir noch sehr unerfahren. Wir wunderten uns über die ganzen Dinge, die uns widerfahren sind. Ja, es sind euch sehr viele Dinge widerfahren, Leute. Eine sehr komische Sache, die uns auffiel, war, als wir bemerkten, dass in der Digi-Welt Dinge herumstehen, die es in der realen Welt auch gibt. Es gibt solche Sachen wie Automaten, Telefonzellen, Verkehrsschilder und so weiter.
Die Digi-Welt ist irgendwie eigenartig, so einfach zu durchschauen und doch immer wieder mit Geheimnissen gefüllt. Nun ja, ich sollte nicht so oft über die Vergangenheit nachdenken, besonders nicht, wenn ich nicht weiß, warum ich wieder hier bin. Ja, lass uns anfangen, Taiji. Kann ich laufen? Nee, noch nicht. Gehen wir! Ja, jetzt kann ich gehen. Ich hab gesagt, im Westlichen. Hier geht's nicht zum Digimon-Dorf. Okay, ich wollte doch nur. Guck mal, die Vögelchen. Hallo, Vögelchen. Oder sind das Schmetterlinge? Nee, das sind Schmetterlinge. Ja, ja. Da ist zum Beispiel so ein Automat. Leider lieber nichts machen, bevor noch ein Lumemon rauskommt. Okay. Blumen. Will ich die Blumen agieren? Nein. Nimm das Essen mit. Digifleisch. Nimm's mit. Sammel Digimon-Fleisch ein, um die Energie deines Digimon aufzufüllen. Okay. Wie schön noch dieser Duft der Digi-Welt ist. Da ist eine Ampel übrigens. Haben wir jetzt gerade rot oder grün oder... Ein Postkasten. Nichts drin. Schade. Hi. Hi. Ein Yokomon, aber nicht das, das wir kennen. Ja, dann lassen wir es in Ruhe. Ein Tanemon, leider nicht das, das wir kennen. Ja, dann lass du es auch in Ruhe. Nimm Fleisch mit. Also, die Welt ist sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Es gefällt mir doch sehr gut. Bist du ein Fels oder bist du ein Busch? Du bist ein Busch. Was ist das? Du willst speichern, ja. Klar, Datei 1. Danke. Ja, du erklärst, ja, ja. 15 verschiedene brauche ich nicht. Bist du das, das wir kennen? Hi. Hey. Hey. Oh, du bist doch ein... Hi. Ich rede mit dir. Das redet nicht mit mir. Okay, dann nicht. Hey, da ist ein Fisch im Wasser. Noch einer. Hi. Mit dem kann ich nicht reden. Hi. Hi. Huhu. Hallo. Wo bist du denn? Hey. Hi. Sprich mit mir. Och, Mann. Doofes Vieh. Na, dann sprichst du nicht mit mir. Ich wollte dir doch nur Hallo sagen. Hi. Du redest auch nicht mit mir. Was ist das da in der Mitte? Kann ich ins Wasser? Nee. So, naja, in der Muschel. Hi. Kenn ich dich? Nee, dich kenne ich auch nicht. Irgendwie reden die alle nicht mit mir. Nee. Was ist denn das da drüben? Sieht aus wie eine seltsame Pflanze. Wenn du das hast, können wir ja mal schauen. Was denn? Nicht erinnert mich an was. Oh. Was zum... Okay. Hi. Scheint ein Palmer zu sein. Ja, es betreibt wohl Photosynthese. Ich hätte es was komplett mit einer Pflanze verwechselt. Hi. Hi. Das ist also asozial. Keiner redet mit mir. Sie betreiben das kleine Digimon-Dorf Microfile im Ballgebiet der Pfeilinsel. Sehr schön. Scheint, als wären wir da. Was ist denn Tai? Nichts. Nettes Dorf. Irgendwie spüre ich hier verdammte Kälte. Ob ich mir das nur einbilde? Ja, das finde ich auch. Es regnet. Na super. Zu unserem Glück fängt es auch noch an zu regnen. Oh Mann, ein dichter Nebel. Kommt uns auch noch entgegen. So können wir nicht weitersuchen. Ja, es wird ziemlich... Wow. Vielleicht sollten wir mal in diesem PvP versuchen, Unterkunft zu finden, wenn die uns reinlassen. Ja, tut ihr das mal. Hallo. Hi. Nanu, wer seid ihr denn? Ja, wir kommen von draußen und wollten fragen, ob wir für ein paar Stunden hier bleiben dürfen. Wir wissen zwar, dass das hier eigentlich eine Digimon-Kneipe ist, aber wir wissen halt sonst nicht, wo wir hingehen sollen.
Denn draußen regnet es und es ist total vernebelt. Außerdem habe ich eine ziemlich lange und anstrengende Reise hinter mir. Naja, wir haben außerdem geschlossen. Aber da du wirklich erschöpft bist, werde ich eine Ausnahme machen. Da drüben ist die Treppe nach oben. Dort sind extra zwei Betten. Oh ja, Betten! Vielen, vielen Dank. Ach ja, eine Frage. Hast du solche Menschen wie mich gesehen? Nein, tut mir leid, das habe ich nicht. Ah, okay. Trotzdem danke. Also, komm, Koromon, gehen wir. Und danke wegen dem Zimmer. Kein Problem. Ruht euch gut aus. Das werden wir. Okay, erstmal schlafen angesagt, ne? Ist ja auch ziemlich lange durch den Computer durch. So, da wären wir. Wir schlafen am besten in einem Bett. Wieso? Weil ich Katsemon keine Umstände machen will. Und Koromon bloß nicht so leicht stinken werde. Natürlich, lass uns jetzt schlafen gehen. Okay, ein klein wenig Schlaf würde uns nicht schaden. Ja, dann könntest du vielleicht wieder besser sprechen. Ich hätte jetzt das obere Bett genommen, aber warum sind da überall solche Items? Schuhe und eine Truhe und ein Hemd und ein Kreuz. Wem gehört das Kreuz? Na egal. Bin ich müde. Ich bin ja erst auf dem Ausbildungslevel. War zu viel Hopserei. Ich mach gerade noch das Licht aus. Boah, ein Klatschschalter. Schlaf gut, Koromon. Oh Mann, jetzt schnarcht er wieder. Koromon. Der wird sich Katsemon aber freuen. Du bist doch ein Ferkel. Echt mal. Schläfst du jetzt? Was zur Hölle? Tai, schau an, ein auserwählter Digi-Ritter. Schau nur an, wie friedlich er schläft. Ob du nun gut träumst oder nicht, du solltest dich auf den schlimmsten Albtraum deines Lebens gefasst machen. Schade, dass wir es jetzt nicht sofort beenden können. Aber dein Digi-Weiß wird dich nicht mehr allzu lange vor mir beschützen können. Ich werde dich auslöschen, sobald wir uns endlich gegenüberstehen. Was? Wer bist du? Hallo? Was ist los? War wohl nichts. Schlafen. Er schläft mit offenen Augen. Auch interessant. Koromon, bist du schon wach? Hab ich schlecht geschlafen. Das geht bitter. Ja, bei mir war es ungefähr auch so. Ziehen wir weiter? Wenn es sein muss. Aber vorher will ich noch essen. Kein Problem, wir können ja Katsemon fragen, ob es nicht ein bisschen was zu essen für uns hat. Ja, dann müsst ihr aufstehen. Ich kann ins Bett rein. Ich möchte die Dinge anschauen, die hier rumstehen, aber Ruhe. Offenbar gibt's nichts. Das ist ein Buch. Nö. Na dann. Halt nicht. Essen? Essen. Ja, hallo. Eine Nachricht von Katsemon. Jetzt habe ich nicht gelesen. Naja, ist ja auch egal, geht uns auch nicht an. Und das heißt, es gibt nichts zu essen. Sollten wir jetzt weitergehen und nach den anderen suchen? Ich würde noch gern die anderen Digimon in diesem Dorf ausfragen. Die wissen vielleicht etwas. Lass uns rausgehen und nachforschen. Warte, ich will zuerst nochmal lesen. Kann ich nicht mehr. Sorry, Leute. Es ging mir zu schnell. Habe ich zu schnell gedrückt. Okay, Koromon. Ich schaue mich mal hier um und du wartest hier. Denn ich bin mit meinen Füßen schneller. Ich komme dann wieder, wenn ich jedes Digimon hier besucht habe. Jedes? Irgendwer kann uns bestimmt helfen. Vielleicht finde ich sogar etwas zu essen. Du hast doch Digi-Fleisch eingesammelt. Hey, die Musik ist schön. Da gibt's nix. Kann nicht runter. Zu dem Haus da unten.
Aber ich kann offenbar nicht in... Okay, ich kann in fremde Häuser gehen. Hallo? 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 Keiner da. Hä? Hallo? Käse, das ist gar nicht... Das sieht gar nicht mehr so frisch aus. Egal, nimm den Käse mit. Mein Bett. Hallo? Mist. Abgeschlossen. Okay. Komisch. Und da kann ich nicht. Huch, ne, bringt mir nix. Tai? Ich kann hier nicht weg. Ja, aber... Ich kann ja hier nirgends hin. Wieder hoch. Kann ich hier raus? Nein, da kann ich zurück. Wir müssen weiter. Ja, aber. Kann ich da gar nirgends. Ach so. So funktioniert das. Hallo? Jemand hier? Niemand anwesend. Bier. Ich will das Bier mitnehmen. Ich nicht. Gibt's auch nichts zu essen? Nö. Gibt's auch keine zweite Etage? Hallo? Kann ich offenbar auch noch rein? Jemand hier? Hallo? Niemand zu Hause. Aber das Feuer brennt noch. Komisch. Das wollte ich eigentlich gerade so von mir aus sagen, aber Tai ist offenbar derselben Ansicht wie ich. Betten sind alle frisch gemacht. Koromon. Hier ist kein Digimon anwesend. Wie? Wirklich kein einziges Digimon? Nein, leider nicht. Ist irgendwie doch seltsam. Was sollen wir jetzt machen? Mir ist das unheimlich. Es Kasemon und jetzt das Dorf. Ich will hier lieber weg. Gut, dann machen wir uns aus dem Staub. Dennoch sind dort weiter westlich noch einige Häuser. Die schauen wir uns vorher lieber noch an. Ja. Es ist wirklich ziemlich beängstigend. Leute. Aber ich würde sagen, wir machen Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute.